Hallo, schön, dass du dir das Video anschaust. Ich habe endlich das Poris im Leben 5 in meinen Händen. Bevor ich das Paket aber jetzt hier auspacke, auf ein Vorwort. Damals, also 2013, war mit Android 4 abzusehen, dass Android als Plattform für mich nichts ist. Ubuntu Touch, an deren Crowdfunding hatte ich 2013 ebenfalls mitgemacht, hat sich letztlich nicht durchsetzen können und Firefox OS wurde 2016 eingestellt. Im August 2017, kurz nachdem Canonical die Aufgabe von Ubuntu Touch offiziell verkündet hatte, hatte Purism zum Crowdfunding des Librem 5 aufgerufen und ich habe ohne zu zögern sofort mitgemacht. Musste aber erst einmal wieder zurück zu meinem 2001 gekauften Nokia 8310 und wartete seitdem sehnsüchtig auf das Librem 5. Es hat nun über 3 Jahre gedauert, bis Purism das Librem 5 ausliefern konnte. Eine Zeit voller Entwicklungen, Rückschlägen, Erkenntnissen, Freuden, aber vor allem mit viel, viel Leidenschaft. Es wird manchmal über das Librem 5 gehatet, dass es etwas zu dick sei. Nun gut, etwas. Anders wäre natürlich schöner. Die Akkulaufzeit ist zu kurz. Ja, es ist momentan so, wird aber immer besser. Die Kamera funktioniert nicht. Ja, das ist auch so. Kommt aber. Die ersten vielversprechenden Fotos gibt es schon. Es wird sich auch viel über den hohen Preis aufgeregt, der inzwischen bei stolzen 799 Dollar plus Steuer und Einfuhr liegt. Nun ja, es schwingt schon eine große Portion Idealismus mit und so ein Telefon zu entwickeln, kostet nun mal viel Geld. Purism und weitere Helfer mussten schon einige Pionierarbeit leisten. Die ganze Entwicklung wird frei an die Community zurückgegeben. Das ist momentan alles Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Etwas, woran der Idealismus leider scheitern musste, das Librem 5 ist nicht vollständig frei, da Bauteile mit proprietärer Firmware laufen. Das ist dem Markt geschuldet, der die Anforderung frei so das erste Mal gehört hatte. Wenn freie Hardware ein Verkaufsargument ist, wird sich das sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten als Feature etablieren. Aber bis dahin leben wir damit, dass wir ein freies Design mit freiem Betriebssystem und volle Kontrolle haben. Das Librem 5 wird mit dem hauseigenen Purism-Distribution PureOS ausgeliefert. Das basiert auf Debian und dürfte damit viele Linux-User zu Hause abholen. Mich leider nicht. Ich bin gespannt, wie ich das Ganze mit meiner Distribution in Einklang bekomme. Die verwendete Distribution wird sicherlich an Bedeutung verlieren, da es vornehmlich um die grafische Oberfläche geht. Purism ist gezwungenerweise einen neuen Weg gegangen, die bestehende Applikation mit einem minimalinvasiven Framework anpassbar zu machen. Dazu wurde Phosh entwickelt, Phone Shell. Halten wir den aktuellen Stand fest. Wir haben mit dem Librem 5 eine funktionierende, frei nachbaubare Hardware-Plattform. Diese Plattform wird durch offizielle Standardquellen supportet, zum Beispiel neue Fixes sind im neuesten Linux-Kernel untergebracht. Die Community unterstützt zunehmend Phosh und Libhandy, um bestehende Applikationen auf die Nutzung mit kleineren Bildschirmen anzupassen. Die ganze Entwicklung ist definitiv noch nicht fertig, gerade das ist aber das Spannende daran. Ich finde, das hört sich für den ersten Wurf schon mal richtig gut an. Im Übrigen, wer sich die freien Baupläne des Librem 5 anschauen möchte, findet dazu einen Link in der Videobeschreibung. Also, baut es nach und macht es besser. In den nächsten Videos werde ich detaillierter auf das Librem 5 eingehen. In diesem Video geht es um das Unboxing. So, genug sinniert, auspacken. Hier hat es Zoll schon ausgepackt, also schauen, ob es das richtig ausgepackt. Thank you.
der SIM-Slot. Lass uns mal den SIM-Slot öffnen. Mal schauen, wie es darunter aussieht. Ein Slot, also für die Micro-SIM-Karte und den Nano-SIM. Ein Schalter für die Kamera und das Mikrofon. Ein Schalter für das Wi-Fi und Bluetooth. Und ein Schalter fürs Modem. Dann der Klinkenstecker. Ausschalter, die Lautstärke mit einem schönen, ordentlichen Druckpunkt. Gefällt mir gut. Ach, der Schriftzug. Dann die Lautsprecher und USB-C. Es ist wirklich dick, aber es liegt gut in der Hand. Dort die 15 Megapixel Kamera und die LED. Hier oben sieht man die Frontkamera und die Front-LED und natürlich der Lautsprecher. Gefällt mir wirklich gut. Aber das Tolle ist ja dabei, dass man den Deckel abmachen kann. Machen wir auch direkt. Ja, muss man sich trauen. Sehr leicht, der Deckel. Da ist die Akku. So, ordentlich dran ziehen. Ja, das ist die 4500 mAh Akku. Seriennummer. Da ist um die Kante. Das muss man drunter schieben. Ist der Smartcard Reader und hier hinter ist das Modem und das Wi-Fi und Bluetooth Modul. Und den Deckel wieder drauf machen, auch ganz simpel. So, jetzt messen wir mal alle Komponenten durch. Dazu möchte ich auch die Karten hinten rausholen. Ich denke, das würde jeder machen. Als erstes wird sein komplettes Telefon auseinandergenommen. Da sind die Karten. Die sind nicht festgeschraubt. Die werden nur durch den Sockel und durch die Antennen gehalten. So, jetzt erstmal die Antennen ab. Hatte ich immer gesagt, dass ich diese Pigtail-Antennen mag? Okay, das ist einfach zu groß. Wie man sieht, zwei Antennen, aber es sind drei Anschlüsse vorhanden. Auch hier drei Antennenanschlüsse und zwei Antennenanschlüsse genutzt. So. Das Modem wiegt 5,9. Bluetooth Wi-Fi Modul 2 Gramm. Die Akku ordentliche 76 Gramm. Rückdeckel 13,6. Die Klappe wiegt 5,2 Gramm. Und der Body 157 Gramm. Jetzt wieder zusammenbauen.
Antennen sind angeschlossen. Deckel drauf. Akku rein. Jetzt messen wir noch einmal Gesamtgewicht von dem ganzen Telefon. 260 Gramm. Punkt genau. Und denkt dran, hinterlasst mir ein Abo und drückt auf die Klingel, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Es werden noch einige Videos folgen.